Halleluja, wir sind zurück. Willkommen. Agile Teamwork heißt unser Track. Die spannende Keynote ist vorbei. Und jetzt stürzen wir uns wieder rein ins Teamleben und beschäftigen uns mit alternativen Retrospektiven. Da freue ich mich besonders, das habe ich vorhin schon gehabt, das alte Scrum Master Herz jubiliert, weil wenn es eine Domäne gibt für Scrum Master, dann ist es ja wohl die Retro, prove me wrong. Und deswegen freuen wir uns, dass wir den Andreas und den Thorsten hier haben. Ihr werdet uns was darüber erzählen und wir lauschen gespannt. Hier auch nochmal der Hinweis, wir haben Live-Notes, wo Leute von überall her mittippen können in einem Google-Sheet. Wenn ihr interessante Beobachtungen macht oder einfach mitnotieren wollt, könnt ihr das dort machen. Kollaborative Live-Notes. Am Ende haben wir ein schönes Dokument, wo unser Track von euch TeilnehmerInnen dokumentiert ist. Leute im Chat, schreibt Fragen rein. Wir sammeln die. Habt eben mit den beiden gesprochen. Dann können wir am Ende Fragen noch stellen. Ihr habt vor, ne, eine gute halbe Stunde zu machen. Dann haben wir noch 10 Minuten hinten dran für Fragen hier aus dem Raum und aus der weiten Welt da draußen. Und in dem Sinne übergebe ich an euch und freue mich. Danke dir. So, jetzt dürfen wir uns den Applaus auch verdienen. Schauen wir mal. Thorsten, was machst du so einen lieben langen Tag? Ja, ich bin Scrum Master und agiler Coach. Ja, ich glaube, das mache ich die meiste Zeit so. Was machst du so? So ziemlich das Gleiche, ja. Insofern, da kommen schon ein paar Retrospektiven zusammen und irgendwann ist uns aufgefallen, es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Es darf ja auch mal schön Abwechslung sein. Und ihr dürft gleich aus unserem Programm auswählen, wenn ihr hier entweder den QR-Code scannt oder bei Menti diesen wunderbaren 8-stelligen Code eingibt, dann könnt ihr da schon mal abstimmen. Wir steigen mal in den Vortrag ein, indem wir den nächsten Gast begrüßen. Noch ein, immer hereinspaziert, noch haben wir Platz. Einfach mal eine Frage in die Runde, was ist für dich eine Standardretrospektive? Also wir beantworten das auch selber, aber wir hatten gehofft, dass irgendjemand... Wer von euch war zufällig Scrum Master? Wenn, ja. Wenn sich keiner traut, wird keiner gezwungen. Ja. Ja? Darf ich mal, Standard-Retro ist 5 Phasen, ja? Intro, Warm-up und Horror. Also, können wir... Genau, können wir ihn jetzt mal kurz lieben? Danke. Super. Sehr gut. Ja. Genau. Ihr kennt das aus diesem wunderbaren Buch, in den Nullerjahren geschrieben von Esther Darby und Diana Larsen. Klassische 5-Schritt-Retro, die wir häufig genug gemacht haben. Set the stage, gather data, generate insights, decide what to do und dann nochmal ein Wrap-up, close the retrospective und dann sind wir fertig. Und das ist ein super Schema. Ja, überhaupt gar keine Zweifel daran. Damit kriegt jedes Team Retros zum Laufen von Anfang an. Wir haben ja auch dieses wunderbare Werk des Retromaten, was uns die Corinna Baldauf geschenkt hat und was dankenswerterweise ja auch wieder in Schwung gekommen ist, etwas mehr in letzter Zeit. Und damit findet man auch die entsprechenden Füllungen für diese einzelnen Schritte, die wir da haben. Also Standard-Retro, es gibt so irgendwie so 1,4 Millionen Stück, glaube ich, haben wir das mal durchgerechnet. Die kann man mit dem Retromaten erzeugen. Es gibt noch eine Modifikation dazu, ne? Schon da. Da ist er schon. Oh, du bist schon wieder schneller. Der Marc Löffler, der hat ein deutsches Buch über Retrospektiven geschrieben und hat uns noch einen 6. Schritt dazu spendiert. Der hat nämlich gesagt, wir können ja nur den Erfolg unserer Retro messen, wenn wir in der Retro auch gucken, was wir in der letzten Retro gemacht haben und wie es damit vorangegangen ist. Ja? Das brauchen wir also. Und er nennt es Hypothesen überprüfen. Bei uns heißt es manchmal relativ sperrig, Maßnahmen der letzten Retrospektive überprüfen. Und so. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, weil damit fügt man sozusagen noch mal einen Loop in den Loop mit ein. Und so, das finde ich eigentlich ganz spannend. Haben wir noch was? Ja, damit kann man die Wirksamkeit der Maßnahmen und ihre Umsetzung halt nachprüfen. Also die Retrospektive ist halt der letzte Moment, wo man das tut. Ja, also wer geschickt ist, macht das vielleicht im Sprint. So, und Thorsten, was ist sonst? Was sonst? Wie sonst? Also wenn man das natürlich lang genug macht, ja, also Matt Z. Glett,
schönes Format. Ja, das macht man dann so viermal nacheinander. Ich habe jetzt dreimal nacheinander Lean Coffee machen können. Ja, wunderbar. Und dann guckt man in die Gesichter des Teams und überlegt, was bewirkt man jetzt gerade im Team? Und die haben den Vorteil, sie gewöhnen sich dran. Man macht ja immer das Gleiche, so ungefähr, also diese fünf Abläufe, das haben die auch irgendwann drin. Und das fühlt sich irgendwie so an, als würde man durch Sand gehen. Das wird ein bisschen schwerfällig. Das wird so richtig schwerfällig, ja. Also man sagt das nächste Mal, oh, alle zwei Wochen, also oder alle drei Wochen, dann kommt man wieder hin. Und die sagen, ja, gut, jetzt kommt wieder das Spielchen am Anfang. Der will uns zum Reden bringen. Ah, und danach sollen wir wieder den Zettel schreiben und am Ende schmeißen wir die weg. Und dann merkt man schon, also wenn dann so eine Stimme ist, am Ende schmeißen wir die weg, das ist irgendwie nicht da, wo ich hin wollte. Vielleicht als Scrum Master. Was machen wir denn da? Also, es ist ja toll, ne? Wenn du zum ersten Mal in eine Wüste gehst, ganz neues Erlebnis. Ja? Du läufst da durch, du siehst, eine Wüste hat viel mehr zu bieten, als du vielleicht irgendwann mal in der Schule gelernt hast. Und dann läufst du halt mal da 2 Kilometer und dann kriegst du die Füße nicht mehr hoch und hast echt keinen Bock mehr drauf. So. Also, was machen wir? Wir brechen aus. Raus aus dem Muster, raus aus der Wüste. Und wozu brauchen wir das dann eigentlich? Ja, also, wozu brauchen wir das alternative Format, wenn das andere doch so erfolgreich ist? Und ich mache einfach weiter, damit du erzählen kannst. Was ich soll wieder erzählen, ne? Hier wieder gleich Verantwortung delegiert. Ne? So wichtig diese 5 Schritte sind und auch diese Routine. Manchmal muss man raus, weil es einen besonderen Anlass dafür gibt. Und dieser besondere Anlass kann sehr themenspezifisch sein. Schönes Ding ist immer, wenn die agile Methodik noch nicht so ganz sitzt in einem Team, dass man da mal guckt, können wir da vielleicht mal ein bisschen nachbessern? Kommunikation im Team ist immer ein Riesenthema. Das kann eigentlich immer verbessert werden. Ja? Da kann man ständig irgendwie was drehen. Die Teamspielregeln wollen vielleicht mal geklärt werden. Oder ihr fangt gerade mit einem ganz frischen Team an. Wäre doch gut, ein Format zu haben, womit sich das Team besser kennenlernen könnte. 9 Stück haben wir dabei. Und ihr könnt euch natürlich denken, dass wir keine 9 Stück hier runterknallen können. Das geht nun wirklich nicht. Deswegen hattet ihr ja schon die Möglichkeit, und wenn du noch einen weitermachst, nochmal den QR-Code. Das war schon 2 weiter, glaube ich, oder? Mm-mm. Da hat mir jemand eine Folie geklappt. Dann nehmen wir die vermutlich 3 am höchsten bewerteten und erklären euch, was da dahinter steckt. Da ihr den Foliensatz im Nachgang bekommt, dürft ihr dann die restlichen natürlich da auch nachgucken. Und so. Genau. Wir können mal aufs Ergebnis gucken, wa? Ja, da ist kein Ergebnis. Aber. Die Süße grün. Ich hoffe, ihr stimmt gerade ab. Wir haben 15 Sekunden, habe ich gehört, die alle unsere Zuschauer, die nicht hier sind, das später hören. Das sind so die 15 Sekunden, in denen jetzt alle da draußen bitte auch abstimmen. Ja. Nee, du kannst 4 stimmen, du kannst sogar 5 stimmen, aber... Nee, nur 4, ist alles limitiert. 4 Stimmen kannst du abgeben, wie viel wir schaffen, schauen wir mal. Also. Hey! Guck mal. Also, guck mal, völlig neues Ergebnis. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Also. Ja, okay, wir wissen, worüber wir reden dürfen, ne? Ist eh klar. Retroblitz, Action Retro und Garbage Collector. Wer hätte das gedacht? Gut, dann kriegt ihr jetzt wieder die Präsentation. Die fängt jetzt wieder von vorne an. Das ist eine wunderbare Präsentation. Man kann nämlich auf diese Bildchen klicken. Das erste war die Action Retro, der Retro-Blitz. Ach, mach du mal mit der Action Retro. Mach ich mal Action Retro. Dann machen wir Action Retro. Ja, damit steckengebliebene Maßnahmen endlich Wirkung zeigen. Ja, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Habt vielleicht der eine oder das Scrum hat das schon verwendet. Ja, wir haben uns das zwar ausgedacht, aber das haben sich garantiert andere auch ausgedacht. Ja, und worum es geht,
Naja gut, Maßnahmen sofort umsetzen. Wie, was sofort umsetzen? Das mache ich doch immer im Sprint. Nee, wir meinen sofort. Also sofort. Ja, und das, die Voraussetzungen sind natürlich, dass, wir kennen die vielleicht schon, die Maßnahmen, die uns immer wieder vorkommen und uns hindern, die jedes Mal besprochen werden. Wir haben aber so die letzten Retros, so der letzten 6 Monate vielleicht, wo diese ganzen Maßnahmen halt dann immer und immer wieder erwähnt werden. Ja, und der Ablauf ist relativ einfach. Ja, mein Kollege hat gesagt, ich soll schneller reden. Die Maßnahmen. Das stimmt nicht, ich habe gesagt, du sollst weniger reden. Ich glaube, darüber müssen wir gleich auch noch eine Retro machen. Die Maßnahmen werden kurz vorgestellt. Ja, und dann sagt jemand, zieht sich eine Maßnahme, also Metaplan, wenn funktioniert es hervorragend, oder auch auf Miro, Mural und andere Boards. Und um sie hier und heute, also genau in der Retro umzusetzen, also während der Retro, das ist der eigentliche Gedanke, also das ist der eigentliche Twist. Und manchmal kann man nur den ersten Schritt gehen, aber tatsächlich in der Retro. Das heißt, es gibt das kleine Spielchen vom Scrum Master, gibt es nicht. Vorneweg, die müssen sich halt gleich da hinstellen. Und alle anderen ziehen sich auch eine Maßnahme oder unterstützen jemanden bei dessen. Gute Erfahrungen haben wir gemacht, niemand geht alleine. Ja, also wenn sich jemand eine Maßnahme zieht, bevor sich jemand überlegt, ob er sich selber eine Maßnahme zieht, dann geht er lieber zu jemandem mit und unterstützt ihn. Ja, also am Schluss sollten dann mindestens immer 2 bei einer Maßnahme sein. Und die Maßnahme wird sofort umgesetzt, indem sie den Saal dann verlassen oder wo man dann ist, oder tatsächlich mit anfangen, während der Retro. Man schickt sie einfach für 1,5 oder 2 Stunden raus und sagt, in 1,5 Stunden oder 2 Stunden, ich sitze hier als Scrum Master hier rum und warte auf euch, wenn ihr Hilfe braucht, wenn irgendwas organisiert werden muss, ich bin da. Ansonsten kommt nach 1,5 oder 2 Stunden wieder, also einigt euch, was ihr sagen wollt. Und dann gibt es zum Schluss einen Abschluss, alle kommen wieder. Am besten, ihr habt irgendwas zu feiern daher, also vor Ort lohnen sich dann hier so Ferrero Rocher oder sowas, Schleichwerbung, ich weiß, irgendwas anderes. Und jeder macht einen Bericht über den Erfolg oder den Fehlschlag. Das gibt es nämlich auch. Ja? Und die sollen dann berichten, wie es weitergeht. Die sollen halt einfach sagen, was sie geschafft haben in den letzten 1,5 Stunden. Ja. Und das sieht relativ einfach aus. Nicht? Jetzt machen, Partner schnappen, Baby-Steps, heute präsentieren. Baby-Steps habe ich nicht erwähnt. Also Baby-Steps ist, wir müssen den ersten Schritt machen. Wir müssen tatsächlich heute was machen. Heute. Und es muss heute umgesetzt werden sein in 1,5 Stunden. Das ist nicht der große Plan für das nächste halbe Jahr. Es ist einfach, über diese Hürde drüber zu kommen. Ja, um diese Hürde rüber zu kommen. Und das sind manchmal so große Sachen, wo sie gesagt haben, das ist viel zu groß. Ja, dann macht es viel kleiner. Und hier haben wir ein paar Beispiele, die sie tatsächlich umgesetzt haben. Ja, also wir hatten hier die 10 Gebote, klingt gut. Wir haben immer über wir hatten immer neue Projektmitglieder, hohe Fluktuation, das skaliert halt. 10 Gebote. Was man einhalten sollte als Entwickler, hatten sie sich selber gesetzt, haben sie nie aufgeschrieben. Ich sage euch, in 1,5 Stunden haben sie das tatsächlich sehr schnell aufgeschrieben, hatten das fertig und haben es in der nächsten Teamzeit dann halt einfach mit dem Team abgestimmt. Da kam sogar noch eine Regel dazu. Ja, eine wurde rausgeschmissen und dann war das Team glücklich und hat gesagt, okay, wenn der nächste kommt, haben wir das. Ja, dann haben sie sich beschwert, man sieht es nicht, ne, grün. Haben sie sich beschwert hier, ja, Sona Cube haben wir noch gar nicht aufgesetzt, also Softwareentwicklungsprojekt, wo einfach nur der Code untersucht werden wurde auf Qualität. Haben sie sich, ich glaube 4 Monate haben sie sich beschwert, dass sie keine Zeit dafür haben. Und dann haben sie festgestellt, in 1,5 Stunden haben sie das Ding aufgesetzt, ja, zum Laufen gebracht, hatten das eigene Projekt analysiert und die so, oh, schön. Ja, und das nächste Mal, das wir gemacht haben, das ist der untere hier. Das nächste Mal, das wir gemacht haben, hat einer gesagt, okay, wir haben da irgendwo so 2800 Warnings. Darüber haben wir uns jetzt beschwert. Dann setzen wir uns jetzt 1,5 Stunden hin und killen
ein Geschmäckle nennt man das, ein Smell. und killen ein paar von diesen Geschmäcklers. Und dann kamen die halt wieder und waren halt total glücklich, dass sie, keine Ahnung, 400 Stück von denen tatsächlich erledigt haben. Also wir reden also Hunderte, nicht so 2, 3. Aber das kann auch sein. Gut, wir sind schon bei der Halbzeit. Wir sind bei der Halbzeit? Mhm. Ja, gut. Also dann beachte, Fuck-Ups sind auch Erfolge. Die Teilnehmer sollten wirklich was vorweisen. Wir hatten auch den Fall, wo jemand gesagt hat, nee, es funktioniert nicht. Ja, wir müssen es anders machen. Und tatsächlich Wiederholung, ersten Schritt machen und dann aber auch die nächsten Schritte erzählen. Also bevor die dann reinkommen, präsentieren, nochmal sagen, hey, und wie geht's weiter? Was macht ihr danach? Ja, das war mit den 10 Geboten zum Beispiel, wo sie es gesagt haben. Und den Rest habt ihr eh schon gelesen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr nachher fragen. Dann würden wir nämlich gleich die zweite Format nehmen. Das war der Retroblitz. Der Retroblitz, der ist unten rechts. Mhm. Und ich finde ihn vielleicht auch mit der Maus, das ist gar nicht so einfach. Was ist super? Es wird. Gibst du mir mal den Presenter? Dann gucken wir, dass wir da durchkommen. So, der Retroblitz. Damit wenigstens eine Maßnahme auch wirklich beschlossen wird. Ja, und manchmal muss man ganz schnell entscheiden. Das, was passiert. Manchmal ist das Team so unter Strom, weil der Release steht vor der Tür. Und ihr habt wirklich keine Zeit und ihr wisst es gut genug, bei vielen Teams, da verschwinden als allererstes gewisse Strukturen aus dem Scrum, zum Beispiel die Retrospektive. Wir haben keine Zeit dafür, müssen coden. Zum Glück haben wir dafür keine Voraussetzungen, das heißt, wir können es jederzeit machen. Und Ablauf ist tatsächlich sehr simpel. Ihr malt einfach einen Flipchart mit 3 Zonen und dann schreibt ihr in die oberste Zone rauf What, um dort festzustellen, was sind denn gerade die Symptome unserer Themen, die uns drücken. Und in der mittleren Zone schreibt ihr So What. Warum ist das so? Wofür ist das gut? Was bedeutet das? Haben wir Hypothesen, die wir da irgendwie draus ziehen können oder aufbauen können, Schlussfolgerungen, die sich irgendwie ergeben. Und in der untersten Zone sagst du, now what? Was ist das, was wir als nächstes beschließen werden? So, jetzt weiß ich, dass hier jemand im Raum ist, der so ein Poster vor 2 Tagen schon mal gesehen hat, beim Liberating Structures User Group Rhein-Main Meetup am Dienstag. Haben wir diese Maßnahme eben auch durchgeführt, diese Structure. What, so what, now what? Das ist die schnellste Retro, die ich kenne. Damit bist du in 1/4 Stunde im Zweifelsfall durch. Und dann hast du etwas bewegt. Und dann haben die Entwickler noch mal genügend Zeit, die wertvolle Zeit der Retro fürs Coden zu verwenden, damit der Release auch wundervoll wird. Aber ihr habt wenigstens ein bisschen eine Retro gemacht. Die funktioniert sogar im Daily. Ja, die funktionieren so. Wir können sie sogar demonstrieren. Jetzt? Hier? Jetzt, hier. Okay. Okay. What? What? Hattest du heute Morgen nicht irgendwas zu mir gesagt? Stimmt, ich habe was zu dir gesagt. Was hast du denn noch gesagt? Kannst du vielleicht heute zusehen, dass du ein bisschen weniger sprichst, dass wir mit der Zeit zurechtkommen? Was? Wieso? Was? Warum? Weil sich die Leute im Zweifelsfall dann fragen, was macht denn der Mann mit den langen Haaren und dem Bart da bei dem Vortrag? Also ja, natürlich, ich sage natürlich sofort ja oder nee, ach nee, das entspricht ja nicht so ganz meinem Naturell irgendwie. Also sage ich mal, vielleicht. Ja, da bin ich aber nicht so mit zufrieden. Ja, nee, wir müssen im Zeitrahmen bleiben, ja, und es soll ja auch wertschöpfend sein für die Teilnehmer. Also, aber ich sage dir immer so viel, ich brauche irgendwie ein Zeichen. Wir haben eine wunderbare Zeichengeberin, ja, genau. Zeigt uns gleich das nächste Zeichen. Aber funktioniert das jetzt hier bei uns auch, wenn wir das Format machen? Wir wollen ja noch mehr durchmachen. Ja, wir machen das gleich. Aber ich habe dir ja angedroht, zur Not grätsche ich dich einfach um. Blutgrätsche. Blutgrätsche finde ich gut. Wir machen Blutgrätsche. Das wäre eine Maßnahme. Ja. Er hätte gesagt, das hätte er verstanden, aber ich glaube nicht, wenn wir dann auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen wären, wären wir keinem geholfen gewesen. Das ist ja, und so. Aber ihr habt ja einen Retroblitz gesehen. Ja. So, genau. Liberating Structure, immer eine gute Quelle für Retrospektiven. Ihr habt kaum Zeit und habt auch
in dieser Retro sehr wenig Zeit in die Tiefe zu gehen. Also lass das nicht zu einem Habit werden. Ja? Das ist wirklich hier so Blaulicht-Emergency und so. Wenn das Team sich dran gewöhnt, so ein bisschen oberflächlich nur dran zu kratzen, dann kommen normalerweise keine Actions raus, die irgendwie nachhaltig sind. So. Ja, das kann man fast in jeder Konstellation machen. Und das kann man natürlich auch länger als 15 Minuten machen. Ja? Ihr seid da nicht beschränkt. So. Aber man kann es gerne mal ausprobieren, ja. Also das funktioniert tatsächlich wirklich schnell. Vielleicht nur nicht beim ersten Mal. Und weißt du was, Thorsten? Nein. Mikro, danke. Zwischenfrage aus dem Chat. Wenn es mehrere Watts gibt, wie dampft ihr die runter? Das muss ich aus der Situation heraus ergeben, was gerade das Wichtigste ist. Im Zweifelsfall eine kurze Per-Hand-Abstimmung oder ganz kurz Striche auf den Stickies machen. Seid pragmatisch. Genau. Notfalls Fist of Five. Ja. Also. So. Du hast etwa 8,5 Minuten für den Garbage Collector. Das wird sportlich. Der Garbage Collector ist nämlich die umfangreichste. Und der dient tatsächlich dazu, damit Unwichtiges entsorgt wird. Und dann denkt er, Unwichtiges, wieso sollte ich das machen? Ja, also gut, es hat zwei Beweggründe. Geistigen Müll entsorgen, damit man darüber nicht mehr redet, aber die zweitbesten Ideen verwerten. Also Themen, die immer wieder kommen, sind vielleicht die, die vielleicht doch umgesetzt werden sollen. Wir hatten es ja bei der Action-Retro, die sind miteinander verwandt. Mal nur den zweitbesten. Das sind die, die es immer gerade in diesem Moment, in dieser Retro, emotional nicht auf den ersten Platz geschafft haben. Aber es sind vielleicht doch die guten Ideen. Oder die langfristigen. Ja, und die Voraussetzungen sind, naja, man sollte die Ideen, die gehabt worden sind, aus den letzten Retros tatsächlich, die nie angegangen wurden, aber ständig wiederkommen, tatsächlich nehmen. Bei der Action-Retro können es auch aktuelle Probleme sein. Hier sind es halt die. Das ist so eine schöne Antwort auf die Frage, was macht eigentlich ein Scrum Master so den ganzen Tag? Ja, genau. Diese ganzen Dinge aus der Retro vorhalten. Das darüber ein Logbuch führen, was alles aufgetaucht ist. Das ist extrem wichtig. Weißt du, hat er da eine tolle Zettelsammlung manchmal. Ja, und das ist relativ klar. Vorher schon einmal die ignorierten Ideen der letzten Retrospektiven sammeln. Das muss ich machen als Scrum Master. Wiederkehrende Themen werden hinzugefügt, die der Scrum Master vergessen hat. Der ist nämlich auch nur ein Mensch. Ja, im Team notfalls ergänzen lassen, weil das Team kann sich auch noch ein paar Sachen ergänzen. Und dann wird es halt tatsächlich einsortiert. Das zeigen wir gleich in hat sich erledigt, beerdigen wir und schmerzt noch. Also das könnt ihr formulieren, wie ihr wollt, aber das funktioniert manchmal ganz gut. Ja. Und dann dürft ihr nochmal fragen, warum schmerzt eigentlich noch etwas? Es gibt so Minderheitenmeinungen. Und dann können wir tatsächlich feststellen, dass wir die manchmal auch beerdigen können. Und dann fragt man sich nur noch, okay, welche Auswirkungen hat der Schmerz eigentlich auf uns? Was schmerzt eigentlich am meisten? Und dann geht es wieder an den Lösungsansätze finden. Dazu kann man übrigens eine Action-Retro nehmen. oder machen wir es tatsächlich im Termin. Warum rede ich jetzt so schnell? Weil ich das lieber am Beispiel zeige. Also dass das tatsächlich einer durchgeführt ist. Also bring den Müll raus, Schatz. Ja, also das ist tatsächlich, darum geht's. Und leider, da kommt wieder so Aktivität vom Scrum Master so ein bisschen da zum, die brauchen was zum Aktivieren vorne dran. Das ist zufällig, sind es auch 5 Schritte. Das hat aber nicht das Gleiche zu tun. Ja. Aber das war Müll sammeln, trennen, wegwerfen, recyceln, verbessern. Ich erwähne es nochmal, weil genau darum geht's im Garbage Collector, nämlich bring den Müll raus, Schatz. Also erstens haben wir gesagt, alle Ideen sammeln. Also ein großer Tisch eignet sich sehr gut dafür. Oder eins der bekannten Whiteboards, elektronischen. Und das sind tatsächlich echte Maßnahmen, die aufgeschrieben wurden. Einfach drauf und dann halt tatsächlich dieses Ergänzen. Hey, habt ihr noch was? Was hab ich als Scrum Master vergessen? Ruhig erstmal durchlesen lassen. Das dauert eine Weile, also eine Viertelstunde sind die da am Lesen. Ja, vielleicht auch länger. Und schreiben vielleicht sogar noch einen Zettel. Ja, und dann geht's, dann wird's lustig. Warum erwähne ich das hier so? Ganz wichtig bei dieser Retro ist der Papierkorb. Ja, ganz wichtig ist der Papierkorb. Und es wird tatsächlich einsortiert von jedem beliebigen, genau in diese 3 Kategorien. Ich habe da meistens mindestens 2 Whiteboards stehen, falls ihr Whiteboards, Metaplan, falls ihr die verbraucht.
Weil es wird dann irgendwann schnell übersichtlich mit den ganzen Ideen. Und wie gesagt, kann sich jemand von euch noch erinnern, welche drei Kategorien? Beerdigen, genau. Schmerz noch und das Schönste hat sich erledigt. Ja, weil ihr werdet nämlich feststellen, wenn ihr das macht, dass da Maßnahmen sind, die sich zwischenzeitlich erledigt haben. Da hat jemand, da sagt dann plötzlich, die kleine Stille in der Ecke kommt da, nicht, und sagt dann, das habe ich doch schon vor 2 Monaten gemacht. Ja, kennt ihr das? Ja, also so wie, du hast es gemacht. Die hat es nur mit dem Team noch nicht geteilt. Ja, hab ich das schon gemacht. Oder dann kommt der Architekt, aber wieso? Wir hatten doch die Auswahl, das oder das, und das haben wir doch auch mit erledigt. Nicht? Also das ist das Schöne. Denn alles, was sich erledigt hat, weiß denn jeder, dass es erledigt hat? Und dann kann man es bedrost da reinschmeißen. Und das hat einen tollen Effekt. Mhm. Das Loslassen wirklich in eine Handlung bringen. Wirklich die Teammitglieder dahin gehen lassen und die Zettel gerne noch zerreißen und ab in den Papierkorb. Weg, erledigt, erleichtert, wegwerfen, befreit. Genau, ganz wichtig, der Scrum Master darf kein Zettel in die Hand nehmen. Auch nicht elektronisch. Bei diesem Format. Auch nicht elektronisch. Und dann hatten wir ja da noch die Sektion mit Beerdigen. Das sind die Sachen, wo wir sagen, okay, da haben wir gedacht, das ist eine gute Idee. Und dann sagen alle, ja, gut, aber hat sich erledigt, das wollen wir nicht weiterverfolgen. Davon wollen wir eigentlich nicht so viele haben, aber die gibt's. Ja? Und da das ja irgendjemand dran gehängt hat, bitte ein Veto abfragen. Ja? Also, wenn irgendjemand im Team sagt, nee, das beerdigen wir nicht, das ist mir noch ganz wichtig. Ja, dann kommt so noch eine Schmerz-Spalte. Genau. Und aber vielleicht kann es auch sein, dass jemand sagt, ey, das haben wir noch, das haben wir eigentlich noch nicht, das schmerzt eigentlich noch, und sagen auch einige, nee, das haben wir schon längst erledigt oder sowas. Oder das können wir jetzt eigentlich auch beerdigen. Weil es ist ja einer bestimmt, der immer den Zettel, der hinklebt, das Team sagt dann, das kann man beerdigen. Nach dieser Folge nimmt man alle, die unter Beerdigen stehen, und sagen, pass auf, das interessiert keinen mehr. Das ist ja immer wieder hochgekommen, wahrscheinlich. Und wir nehmen diese Zettel tatsächlich und beerdigen sie jetzt, und das nächste halbe Jahr sprechen wir auch nicht mehr drüber. Das ist der wichtige Satz. Wir sprechen auch nicht mehr drüber und wirklich mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr nehmen. Sagen, okay, wenn das dann wieder hochkommt, könnt ihr nur ein halbes Jahr drüber sprechen. Wir haben jetzt nur noch den Fokus auf die Sachen, die wirklich schmerzen und die wirklich ein Schmerz für alle sind, fürs Team. Genau. Jo. Und wenn du damit durch bist, das kann man explizit nicht lesen, weil das tatsächlich wirklich echte Maßnahmen sind. Du kannst es doch lesen, danke. Der Sonar Cube. Ja, lassen wir abstimmen. Deshalb habe ich es anzeigen lassen. Also wir lassen kurz mal abstimmen. Ja? Jeder sagt, was ist denn für ihn der wichtigste Schmerz? Wir wollen ja an der Retro auch tatsächlich was tun. Also wenn wir keine Action-Retro machen, bauen wir es hier gleich ein. Ja, und es ist tatsächlich, da bleiben vielleicht Zettel ohne Punkt übrig. Die habe ich jetzt nicht dahin gewählt, weil was macht man mit denen? Ganz laut. Beerdigen. Ja, alle Zettel, die keinen Punkt kriegen, werden beerdigt. Und das tut weh. Also erwartet der Widerstand, aber die tun weh, weil man sagt, okay, die dürfte, da gibt es die Einladung, ja, wenn sie euch denn doch noch Schmerzen, bringt sie halt in 6 Monaten wieder. Aber in den nächsten 6 Monaten bitte nicht. Das ist eine hohe Hürde. Das ist eine hohe Hürde. Und die immer noch Schmerzen, da geht man dann halt dran, nicht? Warum schmerzt das? Welche Auswirkungen hat das? Und was war ein erster Schritt? Er steht da nicht. So, jetzt und kannst du in einer Minute zusammenfassen. Wolltest du doch gerade? Er redet schneller als ich. Das Team natürlich komplett dabei sein. Es können tatsächlich Maßnahmen rauspurzeln, und zwar derer viele. Und ihr seht, wie schwer das Loslassen ist. Das betrifft uns alle. Aber das darf man üben. Und da kann man es dann relativ gut sichtbar machen. Passt in den normalen Retro-Rahmen. Nicht so häufig, halbjährlich, Frühjahrsputz,
kann man das mal tun, um ein bisschen aufzuräumen und funktioniert auch in allen drei möglichen Formaten, die wir hier haben. So. Genau. Also wir machen es tatsächlich als Frühjahrsputz. So nur in den, es gibt ja die Faschingsferien in Bayern und woanders. So, und die, nach der Faschingsferien ist das immer ein ganz gutes Retro-Format. Da hören alle sowieso nicht ganz so gut zu. Genau, da war doch noch unser Fazit. Gesundheit. Genau, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ja? Denkt euch die Formate aus, die auf euer Team passen und die für euer Team nützlich sind. Fünf- und Schritt-Thema ist toll und das hilft euch auch wirklich in den meisten Fällen, aber manchmal braucht es eben ein bisschen was anderes. Ein spielerisches Format, etwas für Kommunikation oder so, das darf alles sein. Und wir sind natürlich wahnsinnig neugierig, weil wir haben das Ding nicht gepachtet, sondern wir würden auch gerne mit euch in den Dialog kommen und fragen, was sind denn eure alternativen Retro-Formate? Ihr habt doch bestimmt auch schon tolle Erfahrungen gemacht. Was sind eure Fragen? Ich bin ganz sicher, online sind irgendwelche Fragen da. Ihr vielleicht Fragen, weil ihr sitzt gerade da. Man hört dich gerade nicht mehr. Genau, vielleicht wieder. Nochmal. Gib ihm mal bitte den Schenkel. Ich wiederhole das nicht, was hier eben gerade gesagt worden ist. Und natürlich, was sind eure Fragen? Ich bin sicher, dass online Fragen schon gesammelt worden sind, aber was vielleicht habt ihr Anwesenden halt auch Fragen. Ich habe jetzt zufällig ein Mikro, das ich weitergeben kann. Online sind drei Fragen. Wir fangen mit der ersten Online-Frage an, dann habt ihr noch Zeit zum Überlegen. Es sind vier, sagt meine nette Room-Hostin gerade. Die sind gevotet, deswegen kann ich sozusagen die nehmen, die am meisten Votes hatte. Und die war, könnt ihr die Folien zur Verfügung stellen? Ich mache gleich noch eine der. Ja. Ja. Weiter. Super, machen wir. Danke. Jetzt kommt, wird es etwas inhaltlicher. Welche Remote-Retrospektiven würdet ihr empfehlen bei multikulturellen Teams, wo freie Meinungsäußerung nicht Bestandteil der Kultur ist und trotzdem psychologische Sicherheit trotz psychologischer Sicherheit kaum einer was sagt. Entschuldigung, mein Lieblingsformat, weil ich hatte das schon, ist tatsächlich bei Z-Glatt. Das funktioniert tatsächlich fast. Ich zeige da vorne hin, weil das kam da vorne vorhin. Das ist tatsächlich eins der Formate, die multikulturell sehr gut funktionieren. Welches? Mad Z-Glatt Afraid. Oder erleichtert. Haben wir Fragen im Raum hier? Ich habe ein Mikro. Ich auch. Kannst du die nächste Frage stellen? Oder hast du noch eine Ergänzung? Hat er nicht. Dann nehmen wir die nächste. Führt ihr tatsächlich ein Logbuch über alle Retro-Themen? Ich bin inzwischen dazu übergegangen, was wichtig ist, kommt wieder und es ist nicht mehr festzuhalten. Die Schwierigkeit ist dann tatsächlich genau diese ewig Zweitplatzierten. Ja, also es gab im Fußball vor Jahren mal diesen Begriff Vizekusen, als Leverkusen irgendwie überall Zweiter geworden ist. Und das ist dann irgendwie so das Gefühl, ja, die sind wichtig, diese Themen, die sind immer da. Aber sie schaffen es nie, weil es immer was Wichtigeres gibt. Und wann komme ich denn mal tatsächlich dazu, diese immer unterschwellig wirkenden Themen dann anzugehen? Und ja, mit dem Prinzip, das habe ich auch, die kommen immer wieder, wenn es wichtig ist. Aber es gab immer was Wichtigeres. Also, letztendlich, ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, auch da mal drauf zu gehen. Und das so einmal im Jahr dafür eine Retro zu nehmen und das dann mal nach oben zu nehmen, das finde ich angemessen und damit kriegt man das vielleicht dann auch raus und es könnte ein großer Gewinn und eine große Erleichterung für das Team sein, wenn endlich mal so ein unterschwelliges Thema weggeräumt wird. Also ich schreibe gerne die Runner-Ups auf. Nicht alle Maßnahmen, sondern die Runner-Ups. Und wenn sie dann immer wieder kommen, dann landen sie tatsächlich in meiner Liste. Kann ich sehen. Remote ist am Start.
Das fand ich spannend. Das kam vorhin. Ich habe die dann hier reingeschrieben bei den Action-Retros. Wie war das Feedback vom Team von Action-Retros? Es hört sich etwas stressig an. Entschuldigung. Getanztes Feedback. Die haben das getanzt, die haben das geliebt. Die haben anschließend Party gefeiert. Echt wirklich, die haben Party gefeiert. Wir sind dann an, keine Werbung. wir sind anschließend in ein Restaurant gegangen, das war nicht geplant. Zweimal, also es war sehr lustig. Also wir haben den nicht nur einmal gemacht. Die haben dann immer nachgefragt, wann können wir die wieder machen? Also das Feedback war sehr positiv. Wir hatten auch jemanden, der leider immer nur zweimal nacheinander Fuck-Ups hatte. Aber es war okay für ihn. Weil wir haben jetzt sehr viel gelernt daraus. Wir haben dann andere Optionen folgen können. Habt ihr Fragen? Sind alle sprachlos. Geht fröhlich weiter hier. Wenn ihr welche habt, merkt auf, ja? Sonst machen wir hier weiter. Auch eine schöne Frage. Oh, eine schöne Frage. Waren wir nicht alle da als Scrum Master? Macht ihr auch mal eher unstrukturierte Retros? Obacht, kommt noch was? So nach dem Motto, worüber wollt ihr denn heute sprechen? Ja. Elaborate. Also, ihr müsst nicht, aber... Ja, was heißt unstrukturiert? Ich weiß häufig genug, dass ich mir eine Struktur ausgedacht habe und innerhalb der ersten 10 Minuten feststelle, das wird überhaupt gar nicht funktionieren, was ich geplant habe. So, dann muss ich so ein bisschen auf den Methodenkoffer zurückgreifen, mir überlegen, was mache ich denn jetzt? Und gucken, dass ich dann auf das Team eingehen kann. Das kann dann schon mal ein bisschen unstrukturiert sein. Ich versuche nicht so sehr zu wackeln. Und in der Hoffnung, dass dann was rauskommt. Es kann aber auch sein, dass eine Struktur manchmal so ein bisschen ausfranst und nicht so das, was ich mir vielleicht gewünscht habe. Mal gucken, ob es hier, ja, hier geht es im Moment besser. Und das kann dann natürlich, ist dann immer so eine Frage, ja, ich habe einen Haufen Strukturen in meinem Gepäck und kann dann eine Struktur anwenden, wenn ich sehe, dass das Team bewegt sich irgendwo hin. Ja, aber das ist natürlich etwas, was für einen Scrum Master in seinen Anfangszeiten wahrscheinlich eine große Herausforderung ist, weil man braucht schon ein paar Jahre auf dem Tacho, bis man dann einfach mal so ganz aus der Hüfte eine Retro schießt, weil man merkt, das, was man geplant hat, geht schief. Wenn gar nichts hilft, hilft Lean Coffee. Also das kommt übrigens auch drin vor. Aber das mussten wir aufführen. Und das mit dem W3 geht auch. Die Blitzretro geht aber zur Not irgendwie immer. Okay. Ich frage jetzt nicht mehr, ich gucke nur noch. Eine haben wir noch hier, aber ich habe noch 12 Fragen dabei. Sagt nicht. Ja. Eine noch hier, weil die ist auch toll, die ist toll. Obacht, könnt schon mal zusammengehen. Wenn man keinen Scrum Master innen hat, wer könnte die Retros leiten? Jeder im Team. Richtige Antwort. Ich will nochmal das Gleiche sagen wie er, nur länger. Dann darfst du jetzt nicht. Nee, wir haben tatsächlich intern bei Itera Tech ein Retro-Master-Training, was sozusagen ein sehr abgespeckter Scrum-Master ist, wo man wirklich die Struktur, diese 5 Schritte oder 6 Schritte sehr intensiv nochmal lernt, damit jeder im Team auch befähigt ist, eine Retro zu machen. Und dann im Zweifelsfall Reihe umdrehen. Jeder muss halt mal in den sauren Apfel beißen im Zweifelsfall und die Moderation übernehmen. Das finde ich eine super Antwort, weil Inspect and Adapt ist nichts für einen Scrum Master. Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist die Domäne des Scrum Masters. Ja, vielleicht die Moderation einer Retro, aber Inspect and Adapt, das geht wirklich alle an. Das ist eine Haltungsfrage. Von daher finde ich die Frage super. Wie viel haben wir noch? Eine Minute? Dann hätte ich sozusagen als Closer eine, die mich interessieren würde, weil da wart ihr bestimmt auch schon. Du stehst in der Retro, halbe Stunde rum von 1,5 oder 2 und du merkst, du hast alle... irgendwie, keiner kann mehr was mit anfangen, wann ist der Scheiß vorbei, dann können wir wieder arbeiten. Ja, Retro ist ja auch keine Arbeit. Was macht denn ihr dann? Habt ihr ein Mittel, was ihr den Leuten mitgeben könnt, wo ihr sagt, so kriegst du das Ding wieder ans Laufen? Hast du spontan was? Bin gerade überlegen, weil mir das letzte Mal das passiert ist. Ah, das ist dir noch nie passiert, du bist einfach gut.
Nein, ich will mich da gar nicht drücken. Dann greift irgendwie so dieses, mach etwas Unerwartetes, einen Überraschungsmoment, etwas, was plötzlich wirklich disruptiv ist. Sei es ein Icebreaker, der irgendwie überhaupt nicht dahin zu passen scheint. Nehmt die Leute und sagt, zieht mal eure Schuhe aus und stellt euch auf den Tisch. So, und jetzt gucken wir uns die Perspektive mal oder aus einer anderen Perspektive die ganze Lage an. Ja? Warum ist es hier gerade so tränig? Bin ich als Scrum Master vielleicht nicht in der Lage, euch eine spannende Retro zu bieten? Dann lass uns darüber reden und dann lass uns das irgendwie angehen. Und im einfachsten Fall macht man genau das, was jetzt bei uns ist. Man sagt, Game over. Man darf auch mal früher aus einer Retro rausgehen, wenn es gerade gar nicht mehr geht. Und manchmal ist man selbst nicht so ganz auf der Höhe. Das waren hervorragende Antworten, Dankeschön. Wenn du nicht mehr weiter weißt, sag, wie es dir geht. I love it. Ja? Was ist hier gerade los? Super gut. Vielen Dank. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch, alle da draußen auch. War eine sehr schöne, kurzweilige, spannende Session. Wenn ihr noch Feedback hinterlassen wollt für die beiden, das wäre super. Dann wisst ihr auch, wie es so ankam. Auch natürlich für uns als Organisatoren. Super spannend. Gibt es einen Link im Chat und hier einen QR-Code, wo ihr Feedback hinterlassen könnt. Und dann gehen wir so langsam in die Zielgerade. Kurze Zwischeninfo, 1650 Leute sind online auf der Konferenz. Wahrscheinlich nicht bei uns alle, aber die meisten. Bei uns werden es auch um die 100 gewesen sein, weil das hat man bei eurem Menti gesehen. Von daher sehr, sehr cool. Vielen Dank, habt noch viel Spaß und dann schöne nächste Sessions. Danke euch allen. Danke.